Ja, fast schon Mahlzeit, liebe Zuschauer. Ich grüße Sie zum jetzigen JFD Live Trading TV. Wir wollen uns hier dem DAX zuwenden, der sich heute wieder ein Stück weit lethargisch zeigt, aber ja, wo keine Verkäufer, da auch kein Verkaufsdruck. Und insofern sind die jüngsten Aufwärtsimpulse nicht verkauft worden, was ein Stück weit für Stärke spricht. Beginnen wir heute mal mit dem Tagesschart. Und hier ist die Situation die, dass wir uns eben über 11.400 Punkten festigen könnten. Und mit diesem Ausbruch muss man jetzt auch aufgrund der gestrigen Bestätigung eine weitere Aufwärtstendenz tatsächlich unterstellen. Wenngleich hier zunächst kurzfristig bis im Bereich, Moment, ein Stück weit hoch machen wir den Fall direkt nochmal neu, wenngleich kurzfristig hier eben oberhalb von 11.400 Punkten die Lage gut aussieht, dass wir hier in Richtung 11.630 steigen können, bleibt es dennoch ein heißes Eisen, da wir, wie gesagt, unverändert relativ überkauft sind und saisonal vor einer schwachen Phase stehen. 11.630 wäre hier dieser Bereich und 11.680, 690 diese obere Widerstandszone hier. Faktisch aber rein charttechnisch mit diesem Ausbruch eben aus diesem Abwärtstrendkanal und dieser hier nochmal nachjustierten Abwärtstrendlinie ist jetzt hier kurzfristiges weiteres Potenzial eröffnet worden. Gestern hätte sich hier noch eine Umkehr erschließen können, sodass sich praktisch hier dieser Ausbruch als Fake kristallisiert hätte, aber das tut es nicht. Jetzt haben wir morgen noch die EZB vor uns und hier kann es natürlich zusätzlichen Stimulus geben, sofern der Markt jetzt hier tatsächlich nochmal einen schönen Auftrieb erhält, sei es von European Quantitative Easing oder anderen Statements, die hier den DAX weiter antreiben, beflügeln könnten. Dann muss man natürlich ganz klar unterstellen, dass hier sicherlich noch einiges an Luft nach oben möglich ist, obgleich hier von diesem Squeeze-Verlauf hier natürlich auch die Griechenland-Geschichte in Sachen einer Erholung, einer Entspannung der Lage, auch wenn hier noch natürlich noch vieles nicht wirklich klar ist, aber hier erstmal die Entscheidung als solche praktisch den Markt auch weiter nach oben hob und die weiteren Verluste ganz klar ausblieben. Jetzt gilt es eben ausbleiben und jetzt gilt es natürlich den Markt hier nochmal neu zu bewerten. Oberhalb L4 ist der Markt bullisch, bleibt er bullisch. Auch hier dieses kurzfristige Widerstandscluster 11.600, 11.630. Darauf kann man mal achten, ob der Index hier erstmal kurz verschnauft, denn vergessen Sie nicht, seit dem 9.7. haben wir hier sehr starkes Aufwärtsmomentum erlebt. Sie sehen hier diese drei Kerzen. Zuletzt, als es solche starken Kerzen gab, folgte dann immer wieder relativ schnell die Retourkutsche. Beim DAX aber, wie gesagt, aktuell hier nichts von Schwäche erkennbar. Auch wenn wir uns jetzt heute seitwärts C bewegen, ist es oberhalb von 11.400 Punkte grundsätzlich eine bullische Annahme, die den Index hier weiteres Potenzial verspricht. Unterhalb von 11.300, wenn wir wieder eintauchen sollten unter diese hier justierte Abwärtstrendlinie und dann auch wieder die Kerze vom Montag sozusagen unterschreiten würden, dann muss man davon ausgehen, dass hier sicherlich eine Korrekturfortsetzung stattfindet, was allerdings aber aufgrund der technischen Situation, die wir aktuell sehen, nicht zu präferieren ist. Gehen wir jetzt mal in den Stundenchart. Da sehen wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend, der tatsächlich schon relativ gut sogar verteidigt werden konnte. Wir erhalten uns hier, wie gesagt, oberhalb von 11.400 Punkten. Das ist positiv, das bleibt positiv. Und insofern reaktivieren wir diesen Pfeil als blau unterhalb von 11.300 Punkten. Dann hier eher ganz klar das bärische Signal, das bärische Szenario, welches, wie gesagt, aber aktuell nicht den Vorzug genießt. Selbst wenn wir kurzfristig konsolidieren, hier nochmal ein Stück weit hin und her schnippen, sieht es so aus, als würden wir die 11.680, 11.700 ansteuern und könnten dann darüber hinaus, und da wird sicherlich auch morgen eben die EZB noch viel dazu beitragen, ob wir darüber hinaus nochmal einen deutlichen Ansprung oder Auftrieb erleben. Das ist so ein Stück weit das Pokerspiel morgen, wo man dann abwarten muss, was für Karten auf den Tisch gelegt werden. Aber grundsätzlich der DAX hier technisch gesehen in einer vorteilhaften Ausgangssituation und hat sozusagen das bislang wieder zunehmende Bild, das trübe Bild, welches hier durchaus einerseits von mir in der letzten Woche auch noch stark präferiert wurde im Sinne weiterer Tiefs, hier wieder nach oben aufgeweicht hat. Und jetzt muss man sich hier der Situation eben wieder anpassen. Schauen wir mal kurz auf den Indikation hier links der DAX im 15-Minuten-Chart, hier der Xetra DAX rechts von der Range, das ist das, wo die Wolle wohl hin ist. Wir haben in der Indikation 118 im Xetra knapp 67 Punkte bislang zurückgelegt. Das ist hier deutlich unter dem Schnitt, also hier geht noch bis zum Zwei- und Dreifachen. Gehen wir mal hier in die Indikation. Da sehen wir hier dieses Seitwärtsgependle
Und hier die möglichen Hochs, Schrägstrich Tiefs anhand der durchschnittlichen Range der letzten 14 Tage. Da sehen wir, wie viel wir hier eigentlich noch vor uns haben. Aber ein Seitwärtsgeplätscher kann hier nicht ausgeschlossen werden. Wir haben zwar am Nachmittag dann noch Daten aus den USA. Janet Yellen spricht ja dann auch noch. Das kann hier ein Stück weit Auftrieb geben, aber vielleicht verharrt der DAX auch hier an Lethargie vor dem ja, EZB-Zinsevent morgen. Also insofern mal Ruhe bewahren. Hier innerhalb dieser Range, die sich hier im asiatischen Raum aufgebaut hat, wo wir hier kurzzeitig mal drunter gefallen sind, auch hier der Pivot Point, innerhalb dieser Range bleibt der DAX erstmal neutral. Breakout-Trader könnten hier auf einen ja, Rebound spekulieren, wenn wir ein neues Tageshoch machen. Tageshoch über der Asia-Range, Schrägstrich auch das Vortageshoch insbesondere überschreiten, oberhalb von 11.550 Punkten. Er erlaubt sich hier Potenzial bis 11.635. Da hätten wir dann auch das Vormonatshoch und ob es dann hier tatsächlich noch bis 11.7 plus geht, das muss man erstmal sehen. Aber rein technisch Ausbruch über Vortageshoch 11.550 gibt Momentum nach oben. Andererseits, wenn wir doch nach unten wegkippen, unterhalb von 11.476 Punkten, das Tief von der vorbörslichen Indikation wäre es dann hier sicherlich so, dass wir Richtung Vortagestief vor Wochen hoch und dann gegebenenfalls sogar in Richtung von 11.300 Punkte zurückfallen könnten. Aber wie gesagt, der DAX ein Stück weit lethargisch, ohne Wolle, keine anständigen Bewegungen, kein anständiges Trading. Insofern hier erstmal nur Watchlist und mal schauen, was er macht. Aber das grundsätzliche Setup im Sinne der euphorischen Tageskerzen von zuletzt ist hier wieder positiv zu bewerten. Schauen wir mal, was die Woche noch bringt. Morgen, wie gesagt, haben wir hier mit der EZB erstmal einen Klassiker in Sachen Volatilitätszunahme. Da dürfte ein bisschen was passieren. Und schauen wir kurz voraus, der Donnerstag hier mit 66% positiver Schlusspreise, wie er denn morgen ansteht. Hier sicherlich ein leicht bullischer Tag. Heute auch von der Tendenz her positiv, rein statistisch mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Mal schauen, ob sich dies so erfüllt. Also, in dem Zusammenhang vielen Dank fürs Einschalten. Nachher gehen wir nochmal on air mit den US-Indizes. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine anständige Mahlzeit und wenn Sie mögen, hören wir uns eben später wieder. Ihr Christian Kimmerer und tschüss.